vor allem während dem Kompositionsstudium hat mich elektronische Musik mehr und mehr fasziniert. Und mir gefällt es, dass ich einfach so viele Möglichkeiten habe, dass ich die Klänge nach meinen Vorstellungen gestalten kann. Since I was 4 years old, I've been doing music that I felt really comfortable in. It's not really challenged me to think outside of the box, and this is really forcing me to think outside of the box. Der Reiz letzten Endes besteht darin, den Klang als ein Material zu benutzen. Es ist wie so eine Tiefe eigentlich. Ne? Es gibt immer dieses kleine Kästchen, aber das wird immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer, je mehr man sich damit so beschäftigt. Filme mit sinistren Gestalten. Nosferatu, Phantom of the Opera. Und vor ungefähr 15 Jahren habe ich angefangen, zu Stummfilmen zu improvisieren. Und ich habe einen Schlagzeugkollegen, der immer wieder die verschiedensten Geräte oder Gegenstände hernimmt, um darauf verschiedene Klänge zu erzeugen. Und das hat mich animiert, selber auf einen Schrottplatz zu gehen und dort nach verschiedenen Gegenständen zu suchen, die vielleicht interessant klingen könnten. Und da bin ich auf einen seltsamen Gegenstand gestoßen, von dem ich nicht wusste, was er eigentlich ist. Ich habe ein Kontaktmikrofon raufgegeben, dann mit Hilfe eines Instituts für Interface Design in Brüssel habe ich dann noch einen Mikrocontroller dazu genommen und verschiedene Potentiometer und so weiter. Und so ist ein ausgewachsenes Instrument geworden. Was mich am meisten fasziniert ist, wenn ich ein klassisches Musikinstrument habe, ist es klar, ich habe Tasten, ich habe Saiten, es ist eine Flöte oder so und ich muss dieses oder jenes damit machen oder kann manchmal auch gar nicht viel mehr damit machen. Bei einem Gegenstand, den kann ich verschiedenst behandeln, ich kann verschiedene Sachen draufgeben und somit einfach mein eigenes Instrument bauen. Jedes Instrument, jede Software prägt auch die Art, wie man damit arbeitet. Also weil man noch nicht mal so sehr von dem, was das kann, sondern von dem, wie es auch bedient wird. Also auf welche Möglichkeiten man damit kommt sozusagen oder was man als erstes macht oder was man miteinander verschaltet. Das ist ein Fairlight, ein Computer Musical Instrument, wie es auch heißt, CMI, Fairlight CMI. Und das ist einer der ersten digitalen Synthesizer und Sampler. Interessieren diese alten Instrumente, weil ich finde, dass jedes Instrument eine eigene Klangqualität hat und dass das halt in sich auch so ein geschlossenes System ist. Ich dachte am Anfang, oh Gott, ich muss ja jetzt ein Handbuch lesen, weil wenn man sichern will, zum Beispiel sichern unter, geht halt eben nicht, sondern man muss dann eine Diskette rausnehmen und die andere kopiert das dann in den Zwischenspeicher und dann muss man die andere Diskette wieder einschieben und nur für so ein ganz Fitzelchen von Klang. Es gibt bestimmte Sachen, die entstehen halt nicht, wenn man das digital macht. Eigentlich kann man das digital viel besser, aber es gibt so kleine Artefakte, die hier entstehen. Zum Beispiel, man hört den Loop auch bei einem ganz reinen Ton. Und das ist etwas, das kriegt man so nicht in einer anderen Software.
das Interessante einfach an der menschlichen Stimme ist, dass sie hochindividuell ist. Nun kann ich natürlich sagen, jeder kann aber auch seine Geige auf eine ganz andere Art und Weise spielen, aber eine Geige ist eine Geige, die wird im Großen und Ganzen immer gleich klingen, aber eine menschliche Stimme ist aufgrund der vielen Formanten natürlich immer hochindividuell und das macht es ja so wahnsinnig spannend. Insofern ist die Arbeit mit Sängerinnen und Sängern immer für meine Begriffe wesentlich spannender als mit Instrumentalisten, weil die einfach mit ihrem Instrument viel mehr Individualität mitbringen. Der Reiz letzten Endes besteht darin, den Klang als ein Material zu benutzen, um etwas kennenzulernen, neue Dinge zu entdecken. Ich habe auch mal Instrumente gespielt und habe die irgendwann Anfang der 90er Jahre eingetauscht gegen ein Schweißgerät und angefangen, Skulpturen zu schweißen und mit Klängen zu experimentieren, ohne ein Instrument zu spielen. Also letzten Endes eine Form von experimenteller Klangerzeugung, wo ich damals eigentlich noch gar nicht wusste, dass es so ein Genre wie Klangkunst eigentlich überhaupt gibt. Daraus entstehen diese kleinen Miniaturen. Jetzt in diesem Fall sind es kleine Piezo-Lautsprecher, die hochfrequente Klänge abgeben, wie kleine Insekten, die sich auf diesem Stein angesiedelt haben könnten. Ich gehe eigentlich immer vom Material aus. Vielleicht ist ein Gedanke, der mit einer Erinnerung zu tun hat, was man schon mal gesehen hat, wo man denkt, das könnte vielleicht so sein oder es müsste irgendwie vielleicht so sein. Und dann fängt man an zu arbeiten mit dem Klang und dann schläft man drüber ein, wacht am nächsten Morgen auf und merkt, das muss alles ganz anders. Und auf diese Art und Weise kommen dann solche Dinge zustande. Me historically, I don't like computers. I've started making music as a pianist, and it wasn't until recently that I discovered all the capabilities that adding electronics to making music could give you. And I remembered killing myself trying to learn my jury rep, just like practicing like 6 hours a day. And I remember playing my jury and just like putting my heart out there for three old people in a room, and they didn't even clap or say anything. And I walked out and I just felt so drained. And I saw a flyer for a concert that night by the electroacoustic department at Eastman. And I went and I was incredibly confused. I felt totally out of my element. I didn't know what was going on. But I loved that feeling. I really loved the fact that I was curious, and I loved the fact that it made me want to look for more knowledge and understand more of this music.
composers in the past decades have explored sort of tinkering with instruments, right? Playing inside the piano or bowing the piano. So I view this as an extension of that, but you can create your own instruments as well as create your own mechanisms to play instruments in addition to humans playing them. Something like this, I don't think there's a long-standing tradition of what is right and what is wrong. So you have the freedom to experiment and define for yourself what is good and what is bad, in which case it may still take 10,000 hours for you to come up with your own opinions on it. But you can also just say, yeah, that's what I like. And then you can, with those rules, you can play within that mindset and do your own practice. One of the perks of doing electronic music is that we're in control of every parameter, which I think is really nice, because you don't always get that with like acoustic music. You can't always control how loud the clarinet's going to play. You can't just bring down that fader. So I kind of like this aspect of total control over the space and how the sound is coming out and how it's produced, with no questions asked. I kind of like that. That's why I like electronic music.